Wir sind heute hier in der Packinghalle in Rot. Für mich hat hier alles angefangen. Als 15-Jähriger habe ich hier in der C-Jugend angefangen, Handball zu spielen. Wir treffen heute auch Bernd Steinhauser, meinen Onkel. Er hat mich zum Handball gebracht. Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen, in Erinnerungen zu schwelgen und an die schöne Zeit zu denken. Ich kam zur SAH 2013. Ich habe von dem Olympiastützpunkt die Empfehlung bekommen, dass ich da mein Studium mit dem Sport vereinbaren könnte. Ich war damals zu der Zeit Juniorennationalspieler und konnte dann darüber ein Stipendium erhalten, was mir natürlich das Bildungsangebot so ermöglichen konnte. Und deshalb habe ich mich dann dafür entschieden. Das Besondere ist, dass es nicht wie in der Uni viele Klausuren auf einmal gibt. Man hat 5 Wochenblöcke und nach jedem 5 Wochenblock ist dann eine Prüfungsleistung, die erbracht werden muss. Das ist für uns als Sportler optimal. So können wir uns immer auf einen Block direkt konzentrieren und haben dann Zeit, uns passend vorzubereiten. Man bekommt richtig gute Unterstützung von Professoren und Dozenten, die einem alle Hilfsmittel zur Verfügung stellen und einen richtig einstellen, um die Prüfung dann auch erfolgreich zu gestalten. Heute sind wir hier in der Parkinghalle Sporthalle Rot. Hier hat es für mich alles angefangen. Ich bin als 15-Jähriger habe ich in der C-Jugend hier Handball spielen begonnen und das war für mich sozusagen der Start zu allem und der TSV hat mir selber auch viel geholfen, viel ermöglicht und ja, deswegen habe ich gedacht, das wäre der passende Rahmen für ein Interview heute. 2011 kam dann der Schritt zu HG Oftersheim-Schwetzingen. Es war einfach eine Entscheidung, da die HG damals in die Jugendbundesliga aufgestiegen ist, sich da zu verändern und ich wollte den nächsten Schritt machen und da vielleicht auch professioneller werden und das war auch absolut die richtige Entscheidung. Für mich war das ein optimales Jahr. Ich konnte da in der Jugendbundesliga richtig glänzen, wurde zum Torschützenkönig und konnte mich so für meinen nächsten Verein empfehlen. Bin dann 2012, zur Saison 2012-2013, zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt, nach Gronau. Das war für mich natürlich ein riesiges Erlebnis. Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, als der Anruf kam. Ich war ganz aufgeregt und ja, es war wie gesagt wie im Traum, mit Spielern wie Uwe Gensheimer, Patrick Grötzky plötzlich auf der Platte zu stehen und Mittagsessen zu gehen und privat was zu unternehmen. Es ging alles sehr schnell. Aufgrund der Verletzung von Patrick Grötzky konnte ich dann auch die ersten 5-6 Bundesligaspiele von Beginn an gestalten. Das war natürlich das Sahnehäubchen. Konnte mich dann auch gleich für die Juniornationalmannschaft empfehlen und es ging steil bergauf, bis dann 2013 im März mir das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen ist und dann begann so ein bisschen meine Leidenszeit. Habe dann 2 Jahre eigentlich mit Verletzungen zu tun gehabt, wo ich nicht auf die Platte geschafft habe und durch die Zeit habe ich mich natürlich körperlich sehr weiterentwickeln können und auch viel an mir arbeiten können. Und in der letzten Saison 2016-2017 konnte ich immer mehr Spielanteile erhalten und habe auch in der Champions League gute Leistung gezeigt. Daraufhin habe ich dann von dem Interesse von Flensburg gehört, war natürlich sehr geehrt, von so einem Traditionsverein ein Angebot zu erhalten.
Und das war für mich eine super Möglichkeit, mich auch vielleicht ein bisschen zu verändern. Natürlich waren die Rhein-Neckar Löwen so der erste Profiverein, für den ich gespielt habe. Und ich wollte mich aber einfach mal beruflich, auch sportlich und beruflich sozusagen verändern, dass ich mal rauskomme von der Region, weil ich jetzt schon so lange hier natürlich auch gespielt habe. Und das war dann die perfekte Möglichkeit. Der Verein hat sich sehr, sehr um mich bemüht und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dann zusammen mit meiner Freundin nach Flensburg zu gehen. Die größten Erfolge natürlich war 2013, das war der erste Titel für die Rhein-Neckar Löwen, war der EHF Cup-Sieg. Das war natürlich so ein Highlight für uns, weil das sozusagen ein bisschen der Durchbruch auch war international für die Löwen. Und danach ging es los mit der Deutschen Meisterschaft 2016. Die erste Deutsche Meisterschaft auch für den Club. Ich kann mich noch gut an die Party erinnern. Das war sehr, sehr geil und wir erinnern uns auch echt noch gerne daran zurück. Dann weiter mit der zweiten Deutschen Meisterschaft 2017 und natürlich die dritte Deutsche Meisterschaft dann mit Flensburg. Das ist natürlich ein Riesenhighlight für mich gewesen, dreimal in Folge die Meisterschaft zu gewinnen. Und ich denke, wir arbeiten daran weiter, die nächste Meisterschaft folgen zu lassen. Ja, das ist natürlich ein hammergeiles Gefühl, vor vielen Zuschauern in der Bundesliga zu spielen. Wir haben ja als Bundesliga-Profis das Privileg, dass die Hallen meistens sehr, sehr voll sind. Und man freut sich so sehr auf diese Spiele. Die Spiele in der DKB Handball Bundesliga sind immer ausverkauft. Wir freuen uns immer sehr, sehr auf unsere Spiele, vor allem auch in Flensburg, die Hölle Nord genannt. Da wird wirklich, da geht es richtig zur Sache und die Fans sind sehr, sehr nah dran am Spielfeld. Man hört die Zuschauer schreien. Natürlich ist man im Spiel im Tunnel und versucht das natürlich auch auszublenden und den Fokus zu behalten. Aber in hitzigen Spielen, da geht es wirklich zur Sache und da wird die Halle auch echt zum Faktor.